Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der Seichenunterhaltung und hallo und herzlich willkommen an alle FIFA-Fußballverrückten auf der ganzen weiten Welt. Ich begrüße euch recht herzlich zum 27. Spieltag der Premier League gegen Stoke City. Immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad vom letzten Spiel. Und ja, mal gucken, wie es dieses Mal läuft. Aktuell sind wir noch 5 Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Aktuell haben wir 17 Punkte und demzufolge hat der erste Nicht-Abstiegsplatz, wie wir hier sehen, 22 Punkte. Wir immer noch auf dem 20. Platz. Ja, und dann müssen wir heute wirklich mal gucken. Oder was heißt heute wirklich mal gucken? Wir müssen jetzt gucken, dass wir auf alle Fälle weiter die Spielstärke so ein bisschen halten und weiter fleißig 3 Punkte einsammeln, ne? Ansonsten könnte es eventuell schwierig werden mit dem Klassenerhalt, aber noch haben wir genügend Zeit. Wie gesagt, 27. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, müssen es 38 insgesamt sein in der englischen Premier League. Weil bei 20 Mannschaften, das heißt, du hast 19 Spiele in der Hinrunde, 19 in der Rückrunde, macht bei mir 38, müsste eigentlich passen. Und dann wollen wir mal schauen, ne? Wie üblich die Aufstellung, wie üblich die gleiche, wie bei allen Teams, was mich immer noch ein bisschen ärgert, was ich immer noch sehr schade finde, dass das quasi als Default-Aufstellung überall gilt, dass du nicht mal ein bisschen Abwechslung hast. Auch nicht in der Premier League, finde ich sehr schade. Naja, ich würde sagen, dann machen wir uns mal bereit. Übrigens jetzt mittlerweile das dritte Auswärtsspiel in Folge, wenn ich mich nicht irre. Ich sage öfters mal, wenn ich mich nicht irre, aber ja, es müsste jetzt das dritte Auswärtsspiel in Folge sein. So langsam könnten wir auch mal wieder ein Heimspiel haben, weil vor heimischer Kulisse zu spielen ist dann doch schon wieder eine ganz andere Nummer, als das Ganze dann auswärts ist. Einfach auch, weil die Fans dann ein bisschen mehr Krawall machen, wenn wir dann zu Hause spielen, ne? Zumindest unsere Fans, damit wir auch mal ein bisschen angefeuert werden. Müssen wir halt nur aufpassen, dass wir uns hier nicht ein vorzwirbeln lassen. Und das wäre ein bisschen doof. Ich finde den Rasen irgendwie merkwürdig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen rumgefingert. Ob ich das jetzt war oder ob das Stadion allgemein so aussieht. Aber es sieht ein wenig irritierend aus. Habe ich da gerade "When the Saints Go Marching In" gehört? Zufällig. Ach komm, was war das denn? Das war doch nix, Junge, das war doch nix. Ja, 10 Tore in den letzten 3 Spielen. Ich denke mal, das wird sich jetzt mit diesem Schwierigkeitsgrad erledigt haben, wenn wir uns mal da, sag ich mal, an dem letzten Spiel orientieren. Vom Geräusch her spielen die ziemlich harte Pässe. Ja, war ein super Pass. Hast du toll gemacht, Gaston. Gastonio. Boah. Alter. Komm schon mal an. Gelb. Alter, der hat nicht mal annähernd den Ball gespielt. Willst du mich verarschen? Nicht mal annähernd. Das war klar, war das eine Notbremse, aber nicht mal annähernd. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, Alter. Nicht mal annähernd hat er den Scheißball erwischt. Ach, hör auf, Junge. Das hätte rot sein müssen. Mindestens. Hör bloß auf, du. Na. Hätte zwar besser zu mir gepasst, mein lieber Gaston. Mein kleiner Snuckes heißt er. War zwar gar nicht so schlecht, aber gut, hätte ich auch nicht besser machen können, aber ja, genau. Genau, hättest du mal lieber zu mir gepasst. Da regt er sich zu Recht auf. Ein bisschen das Maul aufreißen. Wir wollen schließlich bald mal El Capitano werden. Damit wir endlich mal in der im Teammanagement ein bisschen rumfingern können. Zwecks Aufstellung und Ähnlichem. Was macht ihr da? Kein Tippkick hier.
Ja, war zu spät. Ist gut. Hab ich gesehen. Hat er wieder nicht rechtzeitig gepasst, der Lappen. Idiota. Verdammte Idiota. Eieiei. Gut abgeblockt. Und die erste Ecke für den Gegner. Da kommt die Ball. Und da hat die Torwart die Ball. Und jetzt mach hier. Komm, hopp, hopp, hopp. Los, mach hin. Na, schade. Immer diese großgewachsenen Fußballspieler sind echt nervig, wenn man gegen so einen. Wenn man hier so als kleingewachsener Mini-Zwerg agiert mit seinen geschmeidigen 1,69 Meter. Wir sind nicht groß, dafür sind wir agil. Das bringt aber bei hohen Bällen uns leider überhaupt gar nichts. Nein. Ach du Pisser, komm her. Wenn man mal einen Ball erwischt. So. Mal ein Statement setzen hier. Einfach mal ein Statement. So, dann wollen wir mal gucken, wo er hinwirft. Da hinten. Na, Leute. Was sind das denn für Pässe, ihr Pisslappen, ey? Das tut er schon beim Hinzu. Der verhungert ja unterwegs. Na, schon wieder. Sag mal, guckt ihr nicht hin, wo ihr hinspielt, oder was? Sorry, aber ganz ehrlich, da muss echt die KI ein bisschen mitdenken. Klar, es ist richtig, dass die auf mich passen, wenn ich einen Pass anfordere, aber es ist überhaupt nicht richtig, dass die genau in den Gegenspieler passen, wenn ich einen Pass anfordere. Das macht kein normal denkender Mensch. Der guckt doch vorher auf, wo er hinschießt. Ihr Affen, ey. Wer war das am Böse hier? Ja, genau. Immer schön zum Gegner spielen. Ach, der da. Hä? Wieso renne ich denn da jetzt gerade hin? Was soll das denn? Sagen, da ist sogar keiner. Eieieiei. Interessant, wie unglaublich dämlich die eigene KI wird, wenn man den Schwierigkeitsgrad höher stellt, von Halbprofi auf Profi. Das tut ja schon fast weh. Das ist ja wie bei Albertin hier. Und zwar hart. Und ich habe schon die ganze Zeit auf Halbprofi gespielt. Also Albertin hat auch von Natur aus schon so scheiße gespielt. Aber das ist ja schon nicht mehr zu ertragen hier so langsam. Das tut ja schon ein bisschen weh. Wie auch einfach immer direkt mich decken, ne? Ist ja schlimm. Ach, immer wenn ich mal raufschießen will, ne? Oh Gott, ey. Wie kann man denn so dicht am Mann kleben immer? Das ist doch unmöglich. Das ist doch nicht. Das ist doch überhaupt nicht machbar. Die eine KI spielt wie ein Sack Kartoffeln, weißt du, und die gegnerische KI, Alter, die spielen hier auf legendärer Weltklasse. Ja, sorry, aber das kannst du keinem erzählen, Junge.
Das kannst du keinem erzählen. Das wurde auch schon von anderen Leuten ganz, ganz stark bemängelt. Dass die KI einfach... Der Gegner ist so unglaublich stark. Und die eigene KI, die kriegt nichts geschissen, weißt du? Überhaupt nichts. Ja, den kriegt doch sowieso nicht. Sag ich doch. 5,8, Junge. 5,8. Nein. Ah, warum? Warum? Du Pfosten, Junge. Du beschissener Vollidiot. Fahr doch zur Scheißhölle, du Fickfrosch. Ja, verpiss dich mit deiner beschissenen gelben Karte. Du homosexueller Scheißdreckspisser. Ah. So. Fußball ruft Emotionen hervor. Verklagt mich doch, ihr Schwanzlutscher. Ach, fick dich doch mit deinen Einwürfen. Meine Fresse nochmal. Oh, wie schwer kann es denn sein, einen vernünftigen Pass zu spielen, Mann? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen oder was, ihr Flachpfeifen? Schwacher Zweikampf. Ey, ich hab mich nur hingelegt, um mich auszuruhen. Also halt die Fresse mit deiner Scheißbewertung. Alter, ganz ehrlich, sorry, aber auf dem Schwierigkeitsgrad kannst du überhaupt nicht spielen, weil die KI sich so scheiße dämlich anstellt. Das ist wirklich, das tut echt schon weh. Ohne Witz, das tut weh. Guck mal, jetzt eiern die hier wieder rum, wie die beschissenen Idioten diese sind. Und wieder ist keiner da. Meine Fresse nochmal. Und jetzt machst du den rein, sonst fick ich den Hals zu, Schwuchtel. Oh Gott, wie die mich abfacken, ne? Alter Schwede, ey. Ja, gute Flanke. Ja, endlich mal. Muss der Papa wieder machen, ne? Ihr Wichser, ihr Beschissenen, ey. Oh Mann, bist du blöd. Ja, komm, Alter, deine gelbe Karte, damit kannst du den Arsch abwischen, du Schwuchtel. Alter, das Trikot, was der anhat. Verdammter Homo. Ich habe jetzt extra ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gesetzt, damit ich nicht ganz so laut werde. Jetzt, so langsam riecht es mich hier ein wenig auf. Wohlgemerkt mal wieder. Was war das denn? Was war das denn für eine scheiß Flanke, du Schwuchtel? Willst du mich eigentlich nur noch verarschen? Alter, komm, Junge. Was war das denn? Ach, du kannst mich mal am Arsch lecken mit deinem scheiß schwachen Zweikampf. Da, siehst du, weißt du, ich bedränge den keinen. Er geht da mit bei. Wollt ihr mich verarschen? Ach, fick dich. Wer hat das Ball? Nein. Gott, da gibt bestimmt gleich eine rote Karte. Sobald der pfeift. Nö, gelb. Ja, das war nicht mal Absicht. Also halt's Maul. So, erste Halbzeit ist rum. Gleich weiter in die zweite Halbzeit, bevor ich gleich hier völlig eskaliere. Ich kann übrigens nicht während des Spiels den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Das ging früher übrigens auch mal, möchte ich auch mal ganz stark bemängeln. Scheiß FIFA, fickt euch.
Ah! Wieso tut er denn so, als ob der schießt, der Idiot? Ist er bescheuert oder besoffen? Was machst du denn da, du Eierkorb? Da, zack, schon stehe ich wieder im Abseits, Alter. Wieso ziehen die denn die Abseits so hoch? Was soll das? Scheiße jedes Mal, ey. Genau, und ich als Stürmer soll über die Außen kommen, oder was? Seid ihr bescheuert? Mach doch mal ein Tor! Was kann daran denn so schwer sein? Oh, fick dich doch, ey. Fick dich einfach in Arsch und in Hals. Und in Arsch und in Hals und in Hals und in Arsch. Hä? Warum? Aber wie viele Leute soll ich denn noch bedrängen, bis ihr mal hier reagiert, ihr Kacklappen? Alter Schwede, ey. Jetzt. Oh, er guckt einfach zu. Er guckt einfach zu, weißt du? Was ist das denn? Boah, ey, meine Fresse. Nee, sorry, Alter. Ganz ehrlich, Alter, den Schwierigkeitsgrad, den muss ich im nächsten Spiel wieder runterstellen. Ich meine, so scheiße blöd kann eine KI doch gar nicht sein. Das ist einfach Fakt. Die sind einfach so blöd, dass das tut echt schon weh. Allein wohin der schon schießt, wenn ich da einen Pass anfordere, weißt du? Sag mal, willst du mich verarschen? Ach, jetzt gibt's Abstoß oder was? Ach, fick dich doch. Fick dich doch einfach. Alter Schwede, ey. Ich kann bei sowas nicht ruhig bleiben, sorry, aber wenn die KI zu blöd ist, ne? Ich schieb das alles auf die KI hier, ist mir scheißegal, aber ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nichts ausrichten. Die Gegner-KI, Alter, die spielen hier wie Weltklasse. Und unsere KI, die ist hier irgendwo in der Amateurliga unterwegs. Weißt du, wie die Bescheuerten, ey. Weißt du, selbst wenn wir im Mittelfeld den Ball haben, dann stellen die mich hier oben an der Mittellinie schon direkt, stellen die mich ins Abseits. Das war übrigens Hand, aber danke fürs Nicht-Pfeifen. Dann stellen die mich hier schon ins Abseits, weißt du, denn beim Kontern, dann zwingen meine eigenen Leute mich als Stürmer, zwingen mich auf die Flügel, damit ich den für irgendeinen Mittelfeld-Idioten eine beschissene Flanke reinbringe und dem damit eine Vorlage gebe, weil die das alle nicht auf die Reihe bekommen, ihren scheiß Job richtig zu machen und über die Flügel zu spielen zum Beispiel. Dass die auch immer auf Biegen und Brechen durch die scheiß Mitte müssen, ne? Ist zum Kotzen. Und die Bälle, die kommen nicht durch. Die sind zu blöd, einen richtigen Pass zu spielen. Sorry, das funktioniert nicht. Das funktioniert leider nicht. Sorry, aber auf dem Schwierigkeitsgrad, du stellst ja nicht mal die Schwierigkeit hoch, du drehst einfach die KI von deiner eigenen Mannschaft runter. Und zwar bis ins beschissene Bodenlose. Und zwar wirklich so heftig, dass es wirklich wehtut. Dass es wirklich wehtut. So weit runter drehst du den Scheiß. Also sorry, du änderst überhaupt nichts am Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur an der scheiß KI. Och, komm, Alter. Kann doch nicht. Ein verfluchtes Tor nur ein einziges.
Tut mir ja leid mit dem Schwierigkeitsgrad, aber das ist einfach nur lächerlich. Was hier der Schwierigkeitsgrad ändert, das ist einfach nur lächerlich. Von den ganzen Bewertungsdinger hier da oben, was da oben rechts in der Ecke rumhängt, da wollen wir gar nicht erst anfangen von zu reden, ne? Dass das Ding sowieso völlig unfair da über den Bildschirm rumhängt, das habe ich, glaube ich, schon in einigen Folgen klar gemacht. Ach komm, Alter! Dein Ernst? Dein fucking Ernst, du Schwuchtel? Hör auf, Junge! Das war doch kein Foul! Alter, das war sowas von beigespielt! Hör auf, Junge! Jetzt reicht's ja langsam, oder? Weil ich hier mal endlich energisch nachsetze. Da, genau. Und der Scheiß wird wieder nicht gepfiffen, ne? Weißt du, mich sensen die von den Beinen runter. Wie nichts Gutes. Ja, genau. Stell mich halt vom Platz. Fick dich doch. Ja, genau. Fahr zur Hölle, du Schwuchtel. So, ich bin raus. Ich hab eh keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel hier. Halt doch die Fresse. So, den restlichen Scheiß machen wir jetzt als Team hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ganze Kacke hier immer, ey. Fick dich doch, du beschissener Schiedsrichter, ey. Ich habe akut schwitzige Daumen und rutsche immer schön vom Dingens ab. Da, so geht ein Pass in den Scheißlauf. Und jetzt mach! Ja, na geht doch, geht doch, geht doch! Meine Güte nochmal. Geht doch! Alter Schwede, ey. Da, das meine ich nämlich. Guck mal, wenn du als Pro spielst und über Flüge kommst, du hast nicht drei Leute im Strafraum rumfliegen, auf die du anspielen kannst. Nein. Wenn du als Pro alleine spielst und über die Flügel kommst, dann musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis sich mal einer von denen, ein einziger von denen, mal dazu bequemt, sich seinen faulen Arsch in den scheiß Strafraum zu bewegen. Vorher geht da nämlich gar nichts. Und das ist so ein heftiger Scheißdreck. Weißt du, dass die KI einfach nicht ihren scheiß faulen Arsch nach vorne bewegen kann. Das kotzt einen so dermaßen an. Und siehst du ja, jetzt hat das einigermaßen funktioniert hier mit der Mannschaft. Und kaum stellst du den Schwierigkeitsgrad hoch, beziehungsweise drehst die Intelligenz der unterbelichteten KI runter. Da hat sich das schon wieder völlig erledigt. Ach, fick dich. Halt doch mal die Fresse mit deinem scheiß Rumgepfeife da, ey. Gehst mir echt auf den Sack so langsam. Scheiß Schiedsrichter, ey. Der soll zur Hölle fahren, dieser beschissene Idiot, ey. Da, solche Pässe müssen kommen. Auch mal, wenn ich da als Pro da mit beistehe. Weißt du? Und nicht immer nur, wenn hier Team, wenn ich mit dem ganzen Team spiele, Alter.
Aber nein, das ist ja unnötig, solche Pässe zu spielen, wenn man alleine spielt, weil dann ist das Teamspiel ist ja scheißegal. Du spielst ja eigentlich einer gegen elf. Das ist Fakt. Und da kann mir keiner was anderes erzählen. Ja, komm, mach hin da. Nicht ewig Zeit hier. Was macht der Keeper denn hier? Hat der keine Hobbys oder was? Ach komm! Ach komm, Alter! Das kannst doch keinem erzählen! Wo war das denn? Was hast du denn da gesehen? Der bescheißt mich doch! Dieser Idiot! Der bescheißt mich doch! Ist der bescheuert? Was stimmt denn mit dem Affen nicht? Guck mal, da war doch überhaupt nichts! Nichts war da, Alter! Der ist hochgesprungen, hat sich fallen gelassen! Und das siehst du nicht, du Affe! Bist du völlig bekloppt oder was? Ja, genau. Ach, fick dich doch in die Hölle, Mann. Fick dich doch in die scheiß Hölle, du Wichser, du verdammte Schwuchtel. Und das natürlich in der Nachspielzeit. Natürlich. Hä? Ach, jetzt hör doch mal auf, Junge. Alter, ey. Ja, das war's. Fick dich. Sorry, aber das war ein völlig abgekartetes Spiel, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz, Alter. Sorry, aber der Schwierigkeitsgrad. Einfach die eigene KI dummer machen, weißt du? Und dann gleich so heftig, dass... Ich meine, die Gegner, die spielen sowieso auf einem ganz anderen Niveau. Weißt du? Die Gegner spielen sowieso auf einem ganz anderen Niveau. Und dann aber auch noch die KI so sehr beeinflusst, dass sie so scheiße dämlich wird. Sorry, aber das kannst du nicht bringen, Junge. Das kannst du überhaupt nicht bringen. Ganz ehrlich, fick dich, EA. Und zwar hart. Ich bin der Mechaniker, ich bin mega angepisst und ich bin raus, bevor ich gleich ausraste. Fickt euch einfach alle.